Ayurveda Wellness bedeutet, dass man etwas Gutes für sich tut mit Ayurveda. Ayurveda Wellness umfasst Massage, umfasst Kosmetikbehandlung, umfasst gesunde Ernährung, umfasst typgerechte Lebensführung. Man kann im Grunde genommen sagen, Ayurveda hat verschiedene Aspekte. Es gibt Ayurveda-Spiritualität. Wie kann man den Ayurveda-Empfehlungen folgen, um tiefer auf dem spirituellen Weg zu gehen? Es gibt die Ayurveda-Medizin. Dort geht es darum, Krankheiten zu heilen. Und es gibt Ayurveda-Wellness. Was heißt, wie kann man sich gut fühlen? Wie kann man etwas für sich selbst tun? Wie kann man sich verwöhnen? Wie kann man gesund bleiben? Der Ausdruck Wellness kommt ja ursprünglich aus dem Amerikanischen und dort gab es einen Mediziner namens Travis, T-R-A-V-I-S, der zusammen mit anderen so eine Wellness-Theorie beschrieben hat. Er hat eben gesagt, Gesundheit ist kein fester Zustand, sondern Gesundheit ist ein Prozess. Und es gibt Krankheiten und es gibt Gesundheiten. Und wenn man etwas tut, um gesünder zu sein, ohne krank zu sein, dann ist das Wellness. In der WHO wurde ja Gesundheit definiert als a state of complete well-being. Und dann gibt es Fitness und man kann etwas tun für die Fitness, das kennen wir aus dem Sport. Und genauso kann man etwas für seine Gesundheit tun, Wellbeing, und das ist dann eben Wellness. Und tatsächlich, dieser ursprüngliche Wellness-Gedanke ist ja auch der Ayurveda-Gedanke. Ayurveda ist ja nicht nur da, wenn man krank ist, sondern Ayurveda ist gerade da, damit es einem besser geht, damit man gesund ist. Heute hat sich ja der Ausdruck Resilienz so ein bisschen entwickelt. Ursprünglich war das der Wellness-Gedanke und der nennt sich jetzt eben Resilienz. Man tut etwas für sich, dass man gesund ist und dass der Körper sich wohlfühlt, dass die Selbstheilkräfte aktiv sind, dass der Mensch entspannt ist und so weiter. Und hier kann Ayurveda Wellness eine ganze Menge machen. Ich heiße ja Sukadev Bretz und ich bin Gründer von Yoga Vidya. Und in Yoga Vidya Bad Meinberg zum Beispiel haben wir eine recht große Ayurveda-Oase, wo einschließlich derjenigen, die ab und zu mal mithelfen, über 12 Ayurveda-Therapeuten Massagen geben, Wellness-Anwendungen, aber eben auch Konsultationen und durchaus auch, weil wir eine Heilpraktiker im Haus haben, auch Ayurveda-Medizin. Aber am meisten nachgefragt wird bei uns Ayurveda-Wellness. Welche Ayurveda-Wellness-Behandlungen gibt es? Ayurveda Wellness ist natürlich zunächst einmal bekannt, die Massagen. Die angenehmste der verschiedenen Ayurveda-Massagen ist sicher die Abhyanga-Massage, die Ölmassage, die es eben auch als Teilmassage gibt. Es gibt die Mukha-Abhyanga, die Gesichtsmassage, die Shiro-Abhyanga, die gesamte Kopfmassage. Und dann gibt es Pada-Abhyanga, die Fußmassage. Und genauso gibt es auch Handmassage, Bauchmassage, Rückenmassage und so weiter. Also schon eine Teilmassage kann schön sein, die Ganzkörpermassage ist natürlich umso schöner. Daneben gibt es im Ayurveda auch die Garshan-Massage, die Marma-Massage und andere. Aber wenn man von Wellnessbehandlung spricht, ist sicher die Ölmassage die angenehmste. Das Ayurveda-Schwitzbad. Das Ayurveda-Schwitzbad Svedhana ist auch besonders als Wellnessbehandlung geeignet. Meistens macht man das vor oder nach der Massage und beides zusammen führt dann zu einem wunderschönen Wellness-Erlebnis. Ayurveda-Kosmetik. Ursprünglich war jetzt im Wellness-Gedanken die Kosmetik nicht drin. Ursprünglich war im Wellness-Gedanken mehr das Gesundheitliche. Aber irgendwo heutzutage, man kann sagen, letztlich die Frauen haben es durchgesetzt, dass Kosmetik auch Teil von Wellness ist. Und so haben wir auch bei Yoga Vidya zwar nicht so viel, aber andeutungsweise auch Kosmetikbehandlungen in der Ayurveda-Oase. Ayurveda-Ernährung. Ernährung gehört mindestens vom ursprünglichen Konzept zum Wellness dazu. Und so will Ayurveda einem auch lehren, wie man typgerecht sich ernähren kann. Und das Ganze soll gut schmecken. Im Ayurveda gehört ja dazu, es muss für die Sinne gut sein, es muss der Geist sich wohlfühlen und es muss gesund sein. Und so ist die Ayurveda-Ernährung eine wohlschmeckende und gesunde und gehört zur Ayurveda-Wellness dazu.
zum ursprünglichen Wellness-Gedanken im Sinne von etwas, was man tut für die Gesundheit, zählen dann natürlich auch Ayurveda-Empfehlungen für Yoga, Asana, Pranayama, Tiefenentspannung, Ayurveda-Empfehlungen zur Tagesablaufgestaltung, genügend Schlaf und zu den geeigneten Zeiten, auch durchaus die geeignete Kleidung und der Verzicht auf all das, was krank macht. Also in einem ursprünglichen Sinn, Wellness ist all das, was einem gesund macht und was den Körper so gesund macht, dass er auch kleine Störungen aushält. Im Grunde genommen der Wellness-Gedanke ist das, was heute als Resilienz bezeichnet wird. Nur Wellness klingt eigentlich schöner. Und hier hat Ayurveda eine ganze Menge anzubieten. Mehr darüber findest du auch auf unserer Internetseite yoga-vidya.de/ayurveda.